Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jack und Dexter, The Precursor Legacy. Ja, Jack und Dexter 1, ganz kurz, mein Name ist Gintonix und es geht weiter. Wir wollen diese grünen Eco-Sammler da hinten, Schmetterling, geh mal aus der Kamera bitte. Die grünen Eco-Sammler da hinten, die sind verstopft. Die wollen wir gerne befreien. Und deswegen gehen wir mal jetzt hier weiter und erkunden die Welt. Wir haben tatsächlich schon ein paar Energiezellen gesammelt. Das ist ja immer noch unser großer Auftrag. 20 Energiezellen sammeln, damit die Tochter von dem grünen Waisen quasi einen Flieger bauen kann. Hier wurden wir bombardiert. Hier passiert nichts, ne? Ach doch, hier ist ein... Ah. Ist das ein Fahrstuhl? Ich sehe es leider so schlecht, weil ich die Kamera da nicht so ordentlich hinrichten kann. Aber ich glaube, es ist ein Fahrstuhl. So, wir gehen aber erstmal hier weiter. Sammeln hier ein bisschen Precursor Orbs ein. Was ist denn da hinten eigentlich? Was ist denn das für ein Tempel? Da scheint ja auch oben was drauf zu sein, wa? Ein paar Vögelchen. So. Guten Tag, Hundi. Zack. Weg mit dir. So, hier ist er verstopft. Ah, krass, da können wir uns heilen. Ah ja, cool. Mega nice. So, dann sorgen wir mal dafür, dass die alle wieder frei sind, damit der grüne Weise ein bisschen freundlicher zu uns ist. Und eine Energiezelle haben wir dafür bekommen. Nice. Yeah. Ihr scheint euch endlich dazu entschlossen zu haben, meine Ernte freizusetzen. Ich würde euch ja gerne gratulieren, aber ihr habt so viel zu tun, da will ich eure Zeit nicht verschwenden. Übrigens, falls eure Pläne fehlschlagen, könnte Dexter bestimmt jederzeit im Dorf anheuern und sich um das Rattenproblem kümmern. Ja, ein richtiger Witzbold ist das, wa? Ein richtiger witzig, also witzig. Witzbold. Das Ding ist das jetzt hier ein Fahrstuhl? Ich sehe das so schlecht. Ja, ist es. Ah ja, guck mal. So kommen wir runter. So kommen wir runter. Wir wollen natürlich hier alles erkunden, deswegen wir machen erstmal hier das Ding hier platt kurz. Guck mal her, zack. So, da sind Vögelchen, wa? So, hier ist nochmal so ein Ding. Das machen wir mal weg hier. Zack, bumm. Zack, bumm. Ja, wir clearen mal hier den Strand, ne? Ah. So. Die Frage ist... nee, wir sammeln erstmal, ne? Wir sammeln doch erstmal hier ganz fein. Oh, wir warten hier durchs Wasser. Ah. Ja, jetzt haben wir den hochgeschlagen und dann, warte mal, ist der denn jetzt schon ganz, ja, der ist schon ganz oben. Ja, krass, okay, dann müssen wir oben mal gucken, was da passiert. Hier an der Stelle ja auch. Zack. 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 So, dann sind die schon mal oben. Schon mal gut, die sehen ein bisschen stärker aus da hinten. So, da oben ist auf jeden Fall eine Energiezelle. Hallo, komm zu Papa. Yeah. Cooler Tanz, Dexter. Not bad. So, Guti. Haben wir da noch so einen Tempel? Ist da hey, wohl oben? Seemöwen! Komm, wir machen uns einen Spaß und jagen sie. Witzig. Aber okay, das scheint ja dann auch was damit zu tun haben. Zu tun zu haben. Wir sollen die also jagen.
Die Frage ist, fliegen die wohl jetzt wieder rüber? Ja! Man weiß es noch nicht so ganz. Huch. Ja, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, zack. Ihr kriegt hier alle 1 auf 12. Sag ich euch. So, und hier sind jetzt noch ein paar. Wuhu. So, ein paar Precursor-Orbs. Oh. Oh Gott, oh Gott. Jetzt können wir da hoch. Wow, guck mal. Sie haben eine Lawine ausgelöst. Komm, wir sehen uns das mal an. Ach, die Möwen waren das. Ach, der. Ach, cool. Ja, okay. Okay. Jin schnallt wieder gar nichts hier. Guten Tag. Sie können mal direkt unter der Erde bleiben. Entschuldigen Sie bitte. Und Sie auch. Tschüss. So. Nehmen wir mal die ganzen Precursor Orbs hier mit. Ist noch ein Gegner. Komm mal her. Komm mal her zu Pabbi. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier brauchen wir wieder Blitzigkeit, ne? Das blaue Echo. Super, jetzt haben wir hier einen Precursor-Starter, aber deine Energie ist nicht voll aufgeladen mit diesem blauen Zeug. Also bringt uns das überhaupt nichts. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, Dexter. Das ist mir klar. Oder können wir... Ach, wir können ja hier noch rüberschwimmen. Wartet mal. Da ist ja noch der Dings. Da ist ja noch der Vogel hier. Oh, was ist denn hier? Ah. Wir können auch abtauchen. Aruga! Tauch nach diesen Eiern, Jack. Tauch! Ja, machen wir. Sehr gut. So. Jetzt haben wir das. Der hat ihn jetzt wieder zurückgespuckt, wa? Schnell! Wir müssen die Energiezelle kriegen, bevor der Pelikan sie wieder erwischt. Ja. Schnell. Haben wir. Sehr gut. Sehr gut. Das haben wir. Klasse. Klasse. Und hier unten waren ja noch Orbs, richtig? Ja, da. Genau. Nehmen wir natürlich alle mit hier gerne. So viel Zeit muss... Okay. So viel Zeit muss natürlich sein. Hier sind auch noch welche. So. Dann haben wir das. Okay, dann wollen wir da ja jetzt wieder zurück, weil da haben wir ja jetzt die Dings. Oh, was ist hier denn noch versteckt? Ach, guckt mal, hier ist noch was dahinter. Hinterm Wasserfall. Natürlich ist da was. War ja wieder klar. Das ist immer hinterm Wasserfall, ist immer etwas versteckt, ne? Kennt man ja auch spielen. So, wir hatten da oben ja aber auch so ein Blitzi-Dingsi. Ach, hier sind noch Eier. Precursor Orbs, entschuldigt. Ich denke immer... Ich finde, die sehen aus wie Schoko-Eier, oder? Kennt ihr diese ganz klassischen... Die gab es damals bei meinen Großeltern immer. Diese, wo geht's da lang? Ah, ne, nirgendwo. Diese Schoko-Eier, die es immer zu Weihnachten gab in diesen verschiedenen Farben. Die ganz klassischen, die einfach nur aus Schokolade sind. Ja. Die gab es immer. Und kennt ihr vielleicht diese Kekse? Also so Kekse quasi aus komplett Schokolade, also komplett dunkel. Aber dann so Streusel drumrum. Wisst ihr, was ich meine? Ach, jetzt können wir hier hoch. Cool. So bunte Streusel. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das gab es damals bei meinen Großeltern oder auch bei meiner Uroma, gab es das immer in so einer,
In so einer ganz, ganz, ganz alten Keksdose. Das war richtig cool. Und da wird immer geballert, ne? Und da ist das Ding. Wie kommen wir denn da rüber? Schwierig. Schwierigkeit. Naja, gut. Also da kann ich mich immer dran erinnern und das habe ich immer geliebt. Ich wusste immer genau, wo die Keksdose war. Die war natürlich auch, die stand natürlich etwas weiter oben. Damit da der kleine Ginny nicht rankommt. Und ja. Das war immer was ganz Besonderes. Immer ein paar Kekse essen da. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Nee, gut. Dann geht's mal weiter. Hier liegt ja noch eine. Da ist ja jetzt die runtergeflogen. Ich verstehe gar nicht, warum sie jetzt hier den Stein hingelegt haben. Da kommt man doch auch so lang, oder nicht? Aber egal. Ich will mich nicht beschweren. Wir nehmen die einfach mit, natürlich. So, wie viele haben wir denn jetzt? 10. Ganze 10 Stück. Also Hälfte ist geschafft, Jungs und Mädels. So, dann machen wir mal das alles kaputt. So, jetzt würde mich mal interessieren. Schaffe ich das? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Muss irgendwie da... Boah. Das ist hart. Ja, komm mal her, Hundi. Ach, ach, du wirst nicht geblitzt, Dings, oder was? Das ist ja eine Schweinerei. Seid ihr schon bei 3? Ja, quasi. Der kann auch springen. Ja, Mensch. Ja, da. Ein Stückchen weiter noch. Na los. Schubst das Ei von der Klippe. Gut. Ja, okay. Machen wir. Und jetzt schubst es. Aber sachte. Oh. Gut gemacht. Wir treffen uns hier unten beim Ei. Das machen wir, werte Dame. Oh, da sind jetzt auch Blitzdinger, wa? Oh, ah, vielleicht sollten wir mal mit der Vogelbeobachterin reden, um zu sehen, ob wir kein Rührei aus dem Flut-Flut-Ei gemacht haben. Aber das schaffen wir doch niemals. Das ist doch so heftig. Oder? Schaut mal, wenn wir jetzt hier... Zack. Nee, okay. Nee, das schaffen wir nie. Das schaffen wir nicht. Da brauchen wir nochmal eine andere Lösung für, Leute. Das ist ein bisschen zu krass. Da kommen wir leider noch nicht hin. Ups, ups, ups. So, jetzt ist ja hier die Lady. Wait a moment, wie kommen wir denn da wieder hoch? Kommen wir da denn hin überhaupt zu der Lady? Achso, wir können da natürlich auch runterspringen, ne? Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Das machen wir mal. Laufen da jetzt nochmal hoch. Dann springen wir da mal runter. So, kommt mal her hier. Zack. Ich muss einmal ganz kurz husten. So, da bin ich wieder, sorry. Bin ich da nicht durchgelaufen, also bitte. Oh. Den nehmen wir natürlich mit. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall. Hoffentlich geht's dem armen Kleinen gut. Hier eine Energiezelle für euren Mut. Oh nein! Nein, 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 nein! Schaut mal,
Ist das nicht süß? Ich glaub, du wärst seine Mama. Nein, ich bin nicht deine Mama. Hab ich etwa Federn? Ja, lieber auf den ersten Blick. Oh, hört mal, Jungs. Ich nehme das kleine Küken mit ins Dorf und kümmere mich zusammen mit dem Waisen darum. Alles klar. Also Dexter ist jetzt die Mama. So soll's sein, ne? So, komm mal her hier. Hier werden wir auch zugebombt, wie gemein. Komm. So, hier werden wir auch zugebombt. Das ist aber eine Gemeinigkeit. Hier ist der Fahrstuhl da hoch. Oh, Jin schnallt wieder gar nichts, ne? Was ein Typ. Zack. Oh, eine Energiezelle war da drin. Ach, cool. Das ist natürlich ganz praktisch. Jawohl! Du hast alle Sperrfliegen in diesem Gebiet gefunden. Sehr schön. Das Ding ist nur... Oh ja. Spann dich. Ich würde da gerne rüberfliegen, ne? Ich weiß aber nicht, wie genau. Oh Gott. Das nehme ich so ein bisschen unlucky. Das Ding ist, das reicht ja niemals, oder? Wir probieren es nochmal aus, Leute. Probieren geht ja über Studieren, ne? Und ich meine, damals war das ja eh so. Da hatte man ja eh gar keine Ahnung, wie irgendwas funktioniert. Obwohl, das ist ja nur wahrscheinlich nur dieser Weg. Wir gucken uns das nochmal an da hinten. Nee, das reicht niemals. Also, weil das ist ja für das andere da gewesen. Wo gibt's denn jetzt hier was? Hier was Blaues. Weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich brauchen wir irgendwas Bestimmtes, oder? Für das Gebiet. Dass wir da rüberkommen, wahrscheinlich. Vielleicht ein Gleiter? Ich kann mich da wirklich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Das ist wirklich schlimm, ey. Einfach Gedächtnisschwund hat der Jin. Schrecklich. So, dann würde ich mal sagen, dann kraxeln wir doch mal zurück. Da hinten war ja auch noch ein Weg. Eine Richtung, wo man lang konnte. Hier ist der Fahrstuhl nach oben gewesen dafür. Ja, Mensch. Der Jin, der schnallt auch einfach gar nichts. So, beeilen wir uns mal hier so ein bisschen. Moment, wir können tatsächlich mal zum Bürgermeister gehen. Der war hier, ne? Ja. 90 Orbs. Ihr wollt also etwas spenden? Gut, hoffentlich ein schönes Sümmchen. Juhu! Oh, das ist eine großzügige Spende. Ich hoffe nur, dass diese Energiezelle euren Einsatz gebührend belohnt. Der ist aber verunsichert, wa? Boah. Dexter mit dem Dank, ey. Den hat man ja nicht kommen sehen. 99 haben wir noch. 13 Energiezellen haben wir schon. Sehr schön. Ich gehe noch mal ganz kurz zum Waisen. Sagt der noch was? Jetzt nachdem wir, weil er ja gesagt hat, ich kann euch ja beglückwünschen. Und dass ja Dexter sonst sich auch um das Rattenproblem kümmern kann. Ach, hier mit ihr haben wir gar nicht geschnackt, wa?
Nee, tatsächlich nicht. Hier waren wir gar nicht. Guten Tag. Hey, Baby. Wollen wir nicht zusammen ein paar Runden auf diesem Agraph-Zoomer drehen? Regel Nummer 1. Ich verabrede mich nicht mit Tieren. Ach, du weißt ja gar nicht, was dir entgeht. Hör zu, wenn ihr Beschäftigung braucht. Mein Vater hat von einem alten Precursor-Rosystem tief unter der Erde erzählt. Am Ende von einigen Rohren sind Öffnungen, aus denen das Eco herausströmt. Andere sind verriegelt, sodass das Eco eingeschlossen ist. Es muss möglich sein, die verriegelten Öffnungen aufzumachen. Ich habe herausgefunden, dass ein Teil der Rohre unter dem verbotenen Tempel liegt. Such dort mal nach einem Schalter. Ah, die können wir frei. Ach, guck mal. Ja, ja, jetzt ergibt Sinn, ne? Die können wir freischalten. Ja, Jin, wenn du doch einfach mal ordentlich gucken würdest, ne? Und dich hier auch erkundigst, was hier so, was man hier so alles tun kann. So, labern wir nochmal mit ihm? Oh, ihr seid die großen Bezwinger. Gut, ich habe da etwas Ernstes mit euch zu besprechen. Es scheint, als seien die Lurker auf der Nebelinsel enorm aktiv. Von meinem Beobachtungsturm aus kann ich erkennen, wie sie die Precursor-Echo-Station bombardieren. Falls sie sie öffnen und das dunkle Echo freisetzen, werden wir am Ende noch so herumlaufen wie diese hässliche kleine Flohquaste hier. Jack, wir müssen deine Tauglichkeit prüfen. Bring den Fischer dazu, dir sein Boot zu leihen und fahr zur Nebelinsel. Du musst auf die Spitze der Precursor-Echo-Station und die vermaledeite Kanone außer Gefecht setzen. Und was? Ist mit mir? Du? Du kannst meine Fußböden wischen. In letzter Zeit glänzen sie nicht mehr so schön. Grenzt es an Mobbing? Das hier ist auch das, ja, das kommt ein bisschen bekannt vor vielleicht aus einem anderen Spiel, aus dem Hause Nintendo, aber egal. Hallo, blauer Weiser. Hallo. Wo zum Teufel kann er nur sein? So, okay. Also, Dexter, du willst ja wahrscheinlich nicht den Boden wischen, richtig? Also, wir müssen auf jeden Fall zur Nebelinsel. Das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mehrmals gehört. Um auch die Muse des... Die Muse des anderen da zu holen. Da ist das Fischerboot, habe ich gerade gesehen, richtig? Ajo, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Der Fischer ist ja nicht hier, ne? Nee, okay. Okay, okay, okay. Aber wir gehen erstmal hier hinten in diesen verborgenen Tempel oder suchen mal da weiter. Dann haben wir zumindest hier die Gebiete soweit hoffentlich fertig. Okay. Haben wir das nicht schon gemacht? Ich glaube, das haben wir. Ich glaube, das haben wir gemacht, richtig? Nicht alles täuscht? Ja, das haben wir gemacht. Natürlich haben wir das gemacht. Jin, Mensch. So, er pennt. Das haben wir schon mal gelöst. Dann können wir hier hoch. Ich dachte ja zuerst ursprünglich, dass hier das Ei ist, aber ist es gar nicht. Ist der Feuer Canyon. Ihr habt keine 20 Energiezellen, um meinen Hitzeschild zu aktivieren. Ah, okay. Ja, das ist klar. Das hat sie ja gesagt. Aber hätte ja sein können, dass da vielleicht doch noch irgendwie was ist oder so. Das wäre auf jeden Fall super cool gewesen. So, dann gehen wir mal hier runter. Die haben wir eingefangen. Da oben kann man hoch. Irgendwie. Hier ist. Ach cool. Wird hier Reis angebaut? Warum ist der hier so grün? Vielleicht wegen der Sonne? Soll das irgendwie so sein? Ah, da können wir hoch. Ah ja, cool. Würde ich mal sagen, wir lassen mal hier ein bisschen was offen. Damit wir sehen, dass wir da noch nicht waren. Also sammeln noch keine Precursor Orbs ein. Wow, guck dir bloß mal diese irre Skulptur auf den Felsen da drüben an. Da sind ein paar Energiezellen drin. Würde ich mal so sagen. Das ist gut. So, hier ist noch eine Fliege. So, zack. Ach, du große Neune. Ach, ich weiß, was ich da brauche. Ich bin blöd. Ich muss da hochrollen, ne? Ich muss da mit dem. Genau, ich muss da so. Blöd. Ganz blöd bin ich. Nein.
Ach, Menno. Aber da müssen wir so rollen und dann rüber, genau. Das ist... Ah. Mechanics, Leute. Geschafft. So, jetzt müssen wir... Oh Gott. Geschafft, okay. Gut, nochmal. Geschafft. Gut. Oh. Noch eine Energiezelle, nice. Haben wir schon Fürsen. So, was hier? Das muss eins von den Precursor-Orakeln sein, von denen der Weise dauernd erzählt. Hoffentlich sind die nicht genauso hässlich wie er. Aber da sind ja zwei Energiezellen in den Augen drin. Wer naja. Weckt das Orakel auf? Wartet. Einer von euch hat das innere Licht. Seit Anbeginn der Zeit suche ich und warte auf die Rückkehr des wahren Helden. Bringt mir 120 Precursor-Orbs für jede Energiezelle, die ich besitze. 120 für jede Energiezelle, die ihr besitzt? Aber das ist ja Wucher. Also ich bitte dich. Das ist ja Wucher. Das klappt jetzt schon mal ein bisschen besser. 120 für jede Energiezelle. Okay. Okay, Bro. Das ist ganz schön teuer, würde ich mal sagen, ne? Teures Orakel. So, wir laufen erstmal unten lang. Jetzt gucken, was denn hier? Nee. Nee. Sanddorf haben wir jetzt 50 gefunden. Naja, cool, immerhin. Immerhin haben wir hier schon mal alles eingesammelt, was wir so haben können. So, hier hoch bitte. Lieber Jack? So. Da kommen wir jetzt in den Tempel, ne? Da, wo wir hin sollen. Wie gemein ist denn das, dass hier schon wieder so Lücken sind? Ist eine Schlange? Die sah gerade ein bisschen stärker aus, hatte ich den Eindruck. Okay, hier ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Action am Schlüssel, Leute. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Action in dem Jungle. Hier ist es wild in Jungle. Aber wir hüpfen mal erstmal hier rüber, wa? Zack. So. Wir gehen mal doch da weiter noch. Weiß immer nicht, wo ich lang möchte. Gibt so viele Wege. Schlimm ist das, Leute. Ist eine Schlange? Verschwinde mal bitte. Aber, nee, okay, wir können tatsächlich erstmal darüber, sehe ich. Das war... Naja, okay, gibt Schlimmeres. Hier ist ein Fischi auf jeden Fall. Okay, den können wir wegholen. Das ist cool. Hallo Froschi. So, Froschi ist erstmal weg hier. So. Schlangi ist auch weg. Mal gucken. Ach, da können wir ja noch hoch, ne? Mal kurz warten hier. So. Dann holen wir uns hier noch die Orbs. Holen wir uns hier noch die Orbsies weg. Die Orbsies. Ja. Das Wort habe ich mir gerade ausgedacht. Ich weiß, ich bin super kreativ. Super kreativ, genau. Super, super kreativ. Zack. Hier ist noch eine Fliege. Dann kann man da ja noch rüber. Das war total beschissen. Okay, man kann auch hier hoch. Das ist ja gut. Sehr schön. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier noch einen Fischi, den machen wir mal weg. Den machen wir mal auch weg hier. Fischi, Fischi, Fischis. Da ist noch ein Fischi.
Da kommt noch ein Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. So, jetzt sind wir hier. Schön hier alles einsammeln. Das ganze grüne Zeug. Dann würde ich doch mal sagen, bleiben wir jetzt hier einmal stehen und beenden die Folge. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir den Schalter finden in diesem verbotenen Tempel und was wir hier sonst noch alles kriegen. Oh, da kommt gerade ein Gegner hergelaufen, oder? Darf ich nicht abmoderieren? Doch, darf ich. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Er kommt, na toll, dann machen wir den noch platt. Ja, komm her. Komm her. So, zack. Gut, jetzt aber. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.